Heute. Happy Birthday Solana. Erstmal Döner. Wir sind da, Leute. Schlange ist wieder am Start, Leute. Future Content Creator ist auch am Start. So. Wegen ihr bin ich in Solana, Leute. Sie supportet mich immer. Leidenschaft ist so ein Fashion. Ja, bei mir auch. Bei mir nicht, Mann. Ey, ich mach das ja so auch. Ich will nur moonen. Ich will nur send it to the moon und ciao. Ja, das ist eigentlich die perfekte Trainer. Genau. Ist ein Döner nicht mit Besteck? Ich hätte von dir schon erwartet, dass du einen alleine packst. Ja. Ich bin bei so einer Freundin, mit der war ich unterwegs. Ich habe zwei neue Kamerafrauen am Start. Ich habe unten in den Kommentaren, wie ihr sie findet. Beiß mal nochmal rein. Aber wie bewertest du die Soße und das Fleisch und das Brot? Ey, das ist du musst alles detailliert. Du musst einzeln. Ich brauche noch mehr Wissen, natürlich. Okay. Ja. Man muss halt dazu sagen, ich bin nicht so ein Gemüsekleber-Fan, weil es zu viel vom Fleisch wegnimmt, finde ich. Das war mal eine Zeit lang in. Aber ich finde, die taugt mir gar nicht mehr. Fleisch ist gut. Kann denn dein Geschmack getrennt sein? Ich würde gerne den ohne Gemüse probieren. Aber Fleisch ist gut. Nächstes Mal ohne Fleisch. Ohne Gemüse meinst du? Ja. War sehr geil. Ich gehe auch noch am nächsten Konferenzen. Also ich hatte Tickets, aber ich finde irgendwie die Main-Konferenz. Was war das? Nur Fleisch? Gute Soße, jetzt kommt Soße auch raus. Weißt du? Also manchmal ist es halt schon, ja. Aber es ist halt. Ich gehe auch nur zur Generation Zeit, wenn die labern über NFTs. Vielleicht interessiert euch das mehr. Auf jeden Fall ohne Gemüse. Okay. Ohne Gemüse hat der Potenzial. So, zu dir? Klar, immer so, oh, ihr baut auf Solana. Achso, wo Solana down war? Die tote Chain, die würde bald sterben, die wird bei 20 Dollar. Wieso denkst du, dass das so viel fehlt? Und wieso baut ihr da drauf? Und dann erzählt er die Soße hat mich überzeugt. Ist gut. Ich bin in Berlin dreimal. What the fuck? Dem Bitcoiner nicht alles sagen. Schauen wir doch mal. Solana, baby. Hey, was ist das? Eine GoPro? Das ist eine GoPro, ja. Das für YouTube? Wir waren pinkeln und ein bisschen die Gegend erkunden. Anscheinend gibt es hier später Hotdogs, habe ich gesehen. Hier ist Raucherecke oder Raucher Balkon. This is the time to whip out your phones and to post that shit on Twitter. Are you ready? So ready. Yes, okay, I'm gonna start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Solana. And it has a very bright future, a very bright past. Just very excited to be here, and thank you everybody for coming out. I hope you enjoying this
this time as much as we do. And looking forward to 4 more years and 16 more years and whatever comes after. Ich mache das immer. Happy birthday to you. And wir sind die Kuchenfraktion. Das ist die Nichtkuchenfraktion, Leute. Es ist Kuchen umsonst. There will be, okay, so if you want to play bingo, the prizes are, number one is a State Facilities jacket. If you've never seen that jacket before, the blue one, that's going to be a prize. If you can have a sample of it to show people, to get people going, will be good. And prizes, the sample. Number two and three. Wow. Thank you. Prizes number 2 and 3 for bingo are going to be Solana shades. Oh, but these shit! Better than these. Sun rack. Okay. Does anybody have their bingo? Wir haben nichts bei Bingo gewonnen. Aber ja. War trotzdem schön. Der Aufzug soll beeindruckend sein, Leute. Ist so Panic Room. Ja. Also hier hätte ich Panik, wenn der mal stecken bleibt. Cool, ne? Zweiter Stock. Steht sogar hier. Oh! Das ist echt cool. Da wollten wir eigentlich essen, aber Schlange ist ein bisschen zu lang, Leute. Das sieht voll japanisch aus hier. Wir sind irgendwie bei Graben gelandet. Hat sie ausgesucht. Das ist immer gut, Leute. Vorspeise, Leute. Und nicht der Körper. Und immer wenn dein Körper. Darauf hat sie bestanden. Darauf habe ich natürlich bestanden. Meine Zuschauer juckt es nicht, wenn ihr redet. Ja. Soll ich mein Handy bei dir laden? Natürlich. Genieß dein Essen. So nicht mehr on point, Leute. Das ist einfach mit der Hand. Ja. Hätte ich auch gesagt. Das ist voll Dekor-mäßig. Oh, zart, das ist gut. Das ist doch voll Dekor-Vibes. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Das ist gut. Das ist gut. Ich freue mich auf die Gaben, wenn das Fleisch so gut ist hier. Wow. Super zart. Das war eine gute Entscheidung. Okay, das ist echt heftig. Gönnt euch guten Appetit. Gaben habt ihr, glaube ich, nicht mehr gesehen. Die waren nicht erwähnenswert. Spare Ribs, mein Gott. 10 von 10. Die waren so saftig, so zart. Die Mädels nach Hause gebracht. Jetzt muss ich noch die Schlüssel abholen, weil meine Gastgeberin ist auf so einem Geburtstag, damit ich nach Hause komme. Dann chillen wir zu Hause. Das war's vom Solana B-Day. Kuss geht raus an Solana, Kuss geht raus an die Ahn von Stone Ape Crew. Durch ihren NFT bin ich in den Solana Space gekommen. Zum Glück, weil Solana performt gut, während andere Investitionen nicht gut performen. Aber so ist das halt. War ein guter Tag, war ein netter Tag. Ja, man hat dort ein bisschen gequatscht, bisschen Kuchen, Drinks for free. Es gäbe noch Hot Dogs, aber wir wollten dann nachher noch essen gehen. Ich check weiter Foodspots für euch ab. Ich bin noch ein paar Tage in Berlin. Das war's von mir. Kuss geht raus. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Don't fade Solana.